Freunde der Überlebenskunst, ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute wieder mit einem EDC-Thema, Everyday Carry. Viele von euch kennen das Problem, dass ihr bei euren Alltagsgegenständen, die ihr so mit euch rumtragt, gar nicht wisst, wohin damit. Man hat gar nicht so viele Taschen, wie man will. Alles verkeilt sich unten in der Hosentasche, liegt quer, dann kriegst du es nicht raus. Es beult deine Hosentasche aus. Ja? Alles fliegt durcheinander, reibt aneinander und zerkratzt sich. Und es ist nicht so schön organisiert, wie man es will. Und dafür gibt es eine praktische und kostengünstige Lösung, diese kleinen EDC-Organizer. Habe ich euch ein paar Kombos zusammengestellt, angepasst an euer jeweiliges Budget, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das stelle ich euch jetzt vor. So Freunde, dann wird das ja garantiert eine Folge richtig fetter, geiler Männerscheiß, so richtig Man Cave. Deswegen gibt es natürlich als allererstes einen schönen Single Malt Whisky. Dolwini, 15 Jahre alt, ein Klassiker. So. Gibt es natürlich erstmal einen Schluck Gönnung. Seht ihr das? Ja, das ist auf jeden Fall eine Passion von mir. Sollte man sich ab und zu mal gönnen, einen gescheiten Whisky. Lieber in Qualität investieren, anstatt in Quantität. So, und los geht's. Und dann lasst uns mal beginnen mit einem Setup des kleinen Mannes, sage ich jetzt mal. Ja? Einfach und bescheiden. Das sprengt jetzt nicht unbedingt den Geldbeutel. Man muss keine Bank überfallen, um sich das leisten zu können. Und das ist so ein Rahmen, wo ich sage, das hat, glaube ich, fast jeder übrig. Ich habe hier meinen kleinen Lamy Pico mit meiner Gravur, Platzhirsch. Dieser kleine Wunderstift, der auf Knopfdruck ausfährt, zu einem vollwertigen Kugelschreiber in voller Länge. Hier mein Victorinox Climber Platzhirsch Edition mit meinem Logo. Ganz normal mit lebenslanger Garantie vom Hersteller, wie immer. Und mit meinem Slogan Black Knives Matter und den üblichen verdächtigen Werkzeugen, die das Climber eben mit sich bringt. Große, kleine Klinge, Dosenöffner, Flaschenöffner, Pinzette und Zahnstocher, Schere natürlich, das zeichnet ja das Climber aus. Und Korkenzieher, Nähbohr und Stechale und dieser Multifunktionshaken, den du deine Einkaufstüten tragen kannst. Ich bin schon am Überlegen, ob ich bezüglich dieses Modells eine Kleinserie auflegen lasse. Und das natürlich, wenn es entsprechende Interessenten gibt. Schreibt mir daher bitte mal auf Facebook unter Platzhirsch Survival oder auf Instagram unter Platzhirsch Survival. Ob ihr Interesse an sowas hättet, dann mache ich einfach eine Sammelbestellung und lasse jedem sein Modell zukommen. Und hier zum Beispiel so ein schwarzes Big-Feuerzeug. Du könntest jetzt hier auch eine schwarze Taschenlampe mit AA-Batterie oder mit AAA-Batterie reinmachen. Eine Lumintop AA zum Beispiel. Oder eine kleine O-Light. Das verschwindet einfach in deiner Hosentasche. Du hast Ordnung drin. Und ja, das bewegt sich jetzt hier so im Preis. Um die 30 Euro für so ein Pico, um die 50 Euro für so ein bedrucktes Climber. Und das Big-Feuerzeug ist billig. Und dann kann man das kombinieren zum Beispiel mit so einer robusten Casio G-Shock. Wer diese Gummiarmbänder nicht mag, der kann sich diesen Adapter bestellen für NATO-Bänder zum Durchfädeln. Und ja, die gibt es in allen Farben, in allen Varianten mit anders gefärbten Indizes oder mit Stahl, Lünette oder sonst was. Aber das ist so eine einfache, robuste Uhr. Die geht dir nicht kaputt, wenn du mal irgendwo aneckst an der Hauswand. Ist wasserdicht bis 200 Meter. Und solarbetrieben, hat Weltzeit, hat noch diverse andere Funktionen, Bluetooth und schieß mich tot, Stoppuhr, Timer, alles was man braucht und manches was man nicht braucht. Und kostet so 150 Euro ungefähr. Kann natürlich immer mal ein paar Euro tendieren, ja, also abweichen, ne? Je nachdem, im Onlinehandel, beim Juwelier, was auch immer. Hab's ja auch schon beim Juwelier für 150 gesehen, also easy going. Keine Rolex, ne?
kostet kein Vermögen. Und ja, wie machen wir das am besten? Stellen wir das hier mal zur Seite. Dann haben wir hier die nächste Kombination zum Beispiel. Mit so Braun- und Silbertönen, mit viel Stahl. Da habe ich hier zum Beispiel einen Organizer des gleichen Schnitts und der gleichen Größe genommen. Wieder so ein Lamy drinne. Dann hier das Victorinox, einfach mit Titanschalen. Also wer mehr so auf Edelstahl- und Titan-Look steht. Ja. Hier im Aluminium die True Knight T10T. Hier kann man so einen farblichen Akzent setzen mit so einem kleinen Bändchen. Also wer das lieber mag, da gibt es dann natürlich wieder viel anderes Zubehör, was man mit sich tragen kann, was farblich gut dazu passt. Sprich, wer hier so einen größeren Tactical Pen mag, von Amazon, Billigware aus China, aber funktioniert super, ist einwandfrei. Oder wer ein größeres Messer braucht, wer in einem Lager arbeitet und macht Kartons klein oder irgendwas, braucht irgendwie eine größere, stabilere, praktische Klinge. Hier das Phasma Free von Poltergeist Designs, produziert bei Real Steel. Sowas passt super schön dazu, da entstehen schöne Kombos. Na? Die Uhr hier ist eine Citizen, die ist auch solarbetrieben, hat hier so eine Fliegeruhr-Optik, ist eher was für die Leute, die eine große Uhr am Handgelenk mögen. Gibt es in allen Variationen, in allen Farben bei Citizen. Das hier ist so ein Teil, was um die 200 Euro kostet. Das ist ein Reimport aus den USA, weil es eigentlich für den amerikanischen Markt produziert war. Aber finde ich super geil mit diesen Indizes, die luminisieren. Die Zeiger natürlich auch. Luminisieren ganz toll im Dunkeln, kann man wirklich richtig schön die Zeit ablesen. Hat noch eine Datumsanzeige, die Weltzeit mit drinne, wenn man weiß, wie man es einstellt, Sommer- und Winterzeit mit drinne. Und ja, von der Optik her trotzdem ganz schlicht und einfach. Ein Mineralglas, ein schönes Lederarmband, schön dickes Leder hier, wie wir Männer das mögen. Also ein richtig schönes Stück. Und für 200 Euro, ja mein Gott, dafür hast du nie einen Batteriewechsel. Und eine super präzise Uhr und eine lange Garantie, einwandfrei. Dann haben wir hier was für Leute, die vielleicht ein bisschen den farblichen Akzent setzen möchten. Hier habe ich jetzt auch eine Citizen dabei. Es tut mir leid, ich bin bei Uhren ein bisschen Citizen verseucht. Deswegen ist das jetzt hier schon die zweite und nicht die letzte. Hier hast du zum Beispiel mal das ganze Setup in grün. Hier haben wir jetzt einfach ein Victorinox Compact. Das ist kein Climber. Hat auch die Schere. Es ist das, was dem am nahesten kommt. Aber es hat einen Liner weniger, weil hier der Dosenöffner, Flaschenöffner auf ein Tool reduziert sind und auf dem gleichen Liner liegen wie die große Klinge. Das heißt, die kleine Klinge wird eingespart. Hier hast du die Schere, hier hast du auch diesen Hook, diesen Multifunktionshaken und bei dem ist hinten noch eine Nagelfeile drauf. Hier ist die Oberfläche aufgeraut zu einer Nagelfeile. Und hier ist der Brillenschraubendreher mit drin. Versteckt ist ja auch noch die kleine Nadel hier unten. Da sieht man das, wie der Kopf rausguckt so ein bisschen, die Stecknadel. Das kann man natürlich auch in dem Climber machen, dass man da die Nadel versenkt. Ja, wunderbar. Habe ich hier kombiniert mit so einer kleinen grünen Olight i3T. Diese kleine Lampe mit AAA-Batterien, die es an jeder Tanke zu kaufen gibt. Mit zwei Modi, also schwach und stark. Seht ihr? Stark. So, muss man ein bisschen hin und her switchen. Und dazu habe ich jetzt hier farblich kombiniert diese Taucheruhr von Citizen. Die sind schon ein bisschen teurer, die kosten so um die 230, 250. So ein Ding hat so eine geile Optik, das könnte man auch kombinieren mit einem Büro-Outfit. Ganz ehrlich, wenn du einen schwarzen Anzug trägst und ein weißes Hemd und du willst so einen farblichen Akzent setzen, super. Diese kleinen Organizer, super elegant. Na, das ist immer noch eine Optik, die niemanden verschreckt. Hier hast du komplett verschraubte Kronen, auch für diese Stoppuhr, für die beiden Drücker hier an der Seite. Na, das
Gummiarmband, was da dazu kam, hat mir nicht gefallen. Da habe ich es ersetzt durch so ein Edelstahl-Ding aus dem Online-Handel. Keine Ahnung, eBay, Amazon, nicht teuer. Und ja, habe mir da so ein bisschen meine eigene Combo gebaut. So. Legen wir es mal hier an die Seite, dass wir noch was präsentieren können. Und last but not least, wenn du bereit bist, für dein EDC ein bisschen mehr Geld auszugeben, dann kannst du natürlich auch ein bisschen eine edlere Combo wählen. Und da habe ich jetzt hier als Beispiel mal den Organizer in Hell genommen und habe mich hier für ein bisschen hochwertigere Sachen entschieden. Hier haben wir einmal die Citizen 9030-55L, also AT steht noch davor, AT 9030-55L. Und die hat halt diesen Perpetual-Kalender, also diesen ewigen Kalender, der immer weiß, wann Schaltjahre sind, wann Februar ist, welche Monate also 28, 30, 31 Tage haben, welcher Wochentag ist und so weiter. Auch die Weltzeituhr mit drinne, das kann man dann per Funk auf Knopfdruck justieren, wenn man in eine andere Zeitzone fliegt. Sieht super nobel aus. Ich habe jahrelang mit mir gerungen, ob ich diese Uhr kaufe oder nicht, weil sie eben doch nicht günstig ist. Es ist ein relativ fettes Teil mit ungefähr 45 mm mit Krone, also man sollte das passende Handgelenk dafür haben. Wer jetzt sehr schmale, zierliche Hände und Handgelenke hat, der braucht vielleicht nicht so eine Kiste. Ja, die kostet so um die 400 € im Onlinehandel und so 450, 60, 70 beim Juwelier. Ne? Habe ich mal ein günstiges Angebot gefunden im Internet und dann habe ich es mal zum Aktionspreis gekauft. Ansonsten ist es schon, ja, wäre mir auch fast ein bisschen zu fett. Habe ich jetzt hier edel kombiniert. Schwarze Tools in so einen etwas helleren Lederorganizer als Kontrast rein. Hier so ein kleiner Montblanc-Pen. Ich habe mich früher auch gefragt, warum ein Kugelschreiber so viel Geld kostet, aber wenn man es einmal in der Hand hat, die Verarbeitung, hier so ein Clip, wie straff der ist, der verbiegt sich nicht ständig, wenn man das mal in die Hose oder ins Hemd steckt und dieses solide Klicken allein schon. Klack, klack. Na, so ein Montblanc Mini. Natürlich nicht günstig, immer je nach Modell, da gibt es welche für 200 € oder so und manchmal ein bisschen weniger für die kleinen. Und nach oben keine Grenze, also Montblanc, die großen Kugelschreiber, Le Grand oder so, da kann man Geld ausgeben ohne Ende. Man muss natürlich auch auf das Zeug aufpassen, wenn du jemand bist, der jeden Tag seine Kugelschreiber irgendwo liegen lässt, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Dann vielleicht lieber so ein Pico und dann musst du nicht ins Kissen flennen. Ja, hier habe ich jetzt einfach mit so einem Bic hier kombiniert. Ich bin kein Raucher, deswegen habe ich keine edlen Feuerzeuge. Das jetzt nur zum Zeigen. Ich habe kein tolles Feuerzeug mit dem amerikanischen Z. Hier das Civivi Appalachian Drifter mit dem tollen gemaserten Griff, Einhandöffnung und mit dem Damaststahl, mit diesem Rosendamastmuster. Herrlich. Das ist natürlich nobel, ne? So ein bisschen das Gentleman-Messer. Verriegelt nicht, ist daher auch in Deutschland gesetzeskonform. Einhändig öffnen darf ein Messer, es darf nur nicht einhändig verriegeln. Und das ist natürlich super. Kleine Justierschraube, die man nachziehen kann. Schwarzer Pocket Clip, Deep Carry, also ihr seht, das versenkt wirklich bis zum Rand der Hose. Wenn man das mal in die Hose stecken will, ne, ist nicht so auffällig. Ja, kannst natürlich auch anders kombinieren, kannst auch, wenn du jetzt sagst, mir ist ein deutscher Klassiker lieber. Kannst auch so einen Hartkopf zum Beispiel nehmen. Friedrich Hartkopf, ne? So eine Traditionsmanufaktur. Passt jetzt auch hier farblich besser zum Bic. Das ist halt eine etwas solidere Klinge. Bisschen dicker, bisschen größer. So. Mit diesen Neusilberplatinen. Hier kannst du deinen Namen eingravieren lassen. Hab das Messer schon mal vorgestellt. Hier hast du so ein Backlock, also das verriegelt wiederum, geht aber dann nur zweihändig auf, ist dadurch auch wieder gesetzeskonform. Ja, wer sowas mag, ne, ist nicht der ultramodernste und schnitthaltigste Stahl der Welt.
Aber ansonsten cool. Ist dann halt der Gesamtpreis von so einem Set natürlich ein bisschen höher. Ist eher so die Sonntagsausgehvariante und weniger so die, was man mit auf eine Baustelle oder in ein Lager nehmen würde, Variante. Aber das sind einfach mal so Anregungen. Du kannst das alles immer noch ewig modifizieren. Du kannst, wenn du lieber ein Victorinox einsteckst, hier so ein All Black passt auch sehr schön dazu. Das ist das Kleinbohr wieder, aber komplett mit schwarzen Schalen. Du kannst bei dieser Variante, wenn du lieber ein einfaches Messer hast, eine einfache Klinge, kannst du so ein flaches Spyderco, Entschuldigung, UKPK heißt das Modell, damit kombinieren. Das ginge. Ist hier nur mit so einer Slip-Joint-Feder arretiert. Du kannst auch, wenn du die Brauntöne magst, natürlich hier eine Holzbeschalung vom Drittmarkt besorgen für deine Messer. Das ist nicht standardmäßig Victorinox. Und kannst das eben dazugeben und kannst das kombinieren. Also deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du es ein bisschen bunter magst mit mehr Akzenten, könntest du natürlich jetzt auch hier so eine schwarz-orange Uhr nehmen, schwarz-oranges NATO-Band dazu und dann zum Beispiel eine schwarze Taschenlampe oder einen schwarzen Organizer nehmen und eine orange Olight-Taschenlampe dazu und das orange Victorinox Pioneer X, die Alox-Version von 2021 zum Beispiel reinstecken. Ja? Es gibt unendliche Möglichkeiten, du hast immer Ordnung in deinen Taschen und kramst nicht und es stellt sich nicht alles in der Hose quer und zerkratzt sich gegenseitig und so weiter und hast einfach schöne Möglichkeiten, das zu organisieren und zu kombinieren. Ja, so viel dazu. Abschließend gebe ich euch hier dazu diesen kleinen Überblick in der Draufsicht und dazu passend das oft kopierte, nie erreichte Platzhirsch Survival Fazit. Und das Fazit aus der Sache ist, egal welchen Stil du bevorzugst, egal welchen Geldbeutel du zur Verfügung hast, du kannst in jedem Falle geordnet und stylisch unterwegs sein mit solchen kleinen Organisern. Nicht nur mit den etwas höherpreisigen, die du bei Tools for Gents oder so bekommst, die vom europäischen Markt sind, sondern selbst mit diesen China-Dingern notfalls ist das auch möglich. Und du kannst einfach, ohne deiner Fantasie irgendwelche Grenzen zu setzen, wunderbar kombinieren und deinen eigenen Style finden mit deinen praktischen Tools, die du jeden Tag brauchst. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt dem Platzhirsch ein Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Vergesst nicht zu abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert auch die Glocke, damit ich euch auch immer rechtzeitig auf den Sack gehe, wenn ein neues Video draußen ist. Und dann sage ich, macht's gut, ich bin raus. Euer Platzhirsch.